Ubisoft hat endlich Informationen dazu veröffentlicht, welche Inhalte genau im Ghost Recon Breakpoint Title Update 4.0.0, also der Teamkameraden-Erfahrung oder Teammate Experience, genau enthalten sein werden. Schauen wir uns in diesem Video zunächst an, was im Update genau drin ist, dann was ich daran gut und was nicht so gut finde, und zum Schluss teile ich dir noch mein persönliches Fazit zu dem Update mit. Los geht's! Dass die Teamkameraden einen eigenen Skilltree bekommen werden, war ja bereits bekannt. Jetzt wissen wir aber auch, wie sie in diesem Skilltree leveln werden. Und zwar werden sie durch normales Gameplay mit aktivierten KI-Kameraden, aber auch durch spezielle KI-Kameraden-Missionen, sogenannte Team-EP oder Teamkameraden-Erfahrungspunkte erhalten. Bei einem Level-Up der Kameraden erhalten wir eine Benachrichtigung, die uns mitteilt, was freigeschaltet wurde, mit der Möglichkeit auch direkt zum entsprechenden Menübildschirm zu gehen. Ähnlich wie das aktuell auch schon ist, wenn man innerhalb von Missionen Aufklärungsdaten aufsammelt. Außerdem gibt es neue Teamkameraden-Herausforderungen, mit denen sich neben Teamerfahrungspunkten auch kosmetische Items freischalten lassen werden. Dazu zählt zum Beispiel diese Ghillie-Haube bzw. Ghillie-Hut, dieser Helm mit Visier und dieses blau-weiß gestreifte Shirt, was auch immer das da soll. Und diese Waffe. Ich weiß allerdings nicht, welche Waffe das ist. Und ich persönlich würde eine Waffe auch nicht unbedingt als kosmetisches Item betiteln. Überdies gibt es dann auch noch verschiedene Profilbilder und Aufnäher. Mit den Teamerfahrungspunkten können die KI-Kameraden insgesamt 14 Upgrades freischalten. Drei dieser Upgrades sind sogar aktive Fähigkeiten, die die KI-Kameraden aktiv nutzen können. Und zwar sind das die Fähigkeiten Piercing Shot, auf Deutsch dann vermutlich durchschlagender Schuss, Scan und Combat Drone, auf Deutsch dann vermutlich am naheliegendsten Kampfdrohne. Piercing Shot ist die Fähigkeit von Vasili. Er gibt dann einen einzelnen Schuss ab, der enormen Schaden verursacht. Diese Fähigkeit benutzt er allerdings nur bei Drohnen und bei gegnerischen Fahrzeugen, also nicht gegen Heavies bzw. Minigunner. Scan ist Furys Fähigkeit und sie klärt damit nahe Gegner auf und teilt die Position dieser Gegner dem Team mit. Die Kampfdrohne ist die Fähigkeit von Fixit, dadurch setzt er eine Drohne ein, die automatisch den nächstgelegenen Gegner angreift, wenn Fixit sich in einem Kampf befindet. Du hast es jetzt vielleicht schon rausgehört, ja, die KI-Kameraden nutzen die Skills leider automatisch, es gibt keinen manuellen Auslöser dafür. Die Fähigkeiten haben auch einen Cooldown, also die KI-Kameraden können diese Skills nicht spammen, aber immerhin sagen die Kameraden Bescheid, wenn sie ihre Fähigkeit benutzen, sodass du deine eigene Vorgehensweise ein bisschen auf die KI-Kameraden abstimmen kannst. Da sich bei Breakpoint ja schon seit einigen Updates alles um die persönliche Erfahrung jedes einzelnen Spielers dreht, können auch hier die Skills der KI-Kameraden deaktiviert werden. Das betrifft dann allerdings auch die Skills der Rainbow Six-Kameraden. So viel zu den Fähigkeiten der Kameraden. Wie bereits vermutet und durch die Tweets des offiziellen Ghost Recon-Kanals auf Twitter eigentlich schon quasi bestätigt, können einzelne KI-Kameraden aktiviert oder deaktiviert werden. Also wir können dann, wenn wir wollen, nur mit Fury unterwegs sein oder mit Fixit und Vasili oder mit Fury und Fixit oder halt, wie gesagt, nur mit einem von denen. Oder ich gehe davon aus, dass es auch für die Rainbow Six-Kameraden gilt, dass wir dann auch zum Beispiel nur mit Ash oder nur mit Finker oder nur mit Thatcher oder halt mit einer beliebigen Kombination der Kameraden ins Feld ziehen können. Apropos Rainbow Six-Kameraden, von denen dürfen wir jetzt endlich das Aussehen und die Bewaffnung ändern. Einzig ihre Körpermerkmale und die Ausrüstung auf ihren Köpfen kann nicht geändert werden. Zudem kann bei allen Kameradenteams die zweite Primärwaffe versteckt werden, sodass diese nicht mehr sichtbar ist. Das ist diese Waffe, die sie bisher immer dabei haben, die man auch nicht ändern kann und mit der sie dann den Simultanschuss ausführen. Und das bleibt leider auch so, wenn man diese zweite Primärwaffe versteckt, denn die erscheint dann plötzlich einfach so, wenn man einen Simultanschuss ausführt. Um die offiziellen Infos jetzt noch mit einem kleinen visuellen Highlight zu schließen, die Teamkameraden klappen jetzt auch endlich ihr Nachtsichtgerät runter, wenn du als Spieler das auch tust. Das ist zwar nur visuell, hat keinen Einfluss aufs Gameplay, bringt aber, denke ich mal, einen gewaltigen Bonus auf die Immersion.
So, was finde ich an diesem Update jetzt gut? Ja, also gut finde ich prinzipiell die Sache mit den Teamkameraden, Erfahrungspunkten, auch Freischaltungen und neue Herausforderungen, neue Missionen und so weiter. Immer her damit. Immer her damit. Bin ich voll dafür. Auch, dass es neben passiven Skills auch aktive Skills gibt, die Kameraden benutzen können. Sehr geil. Mag ich sehr. Ebenso natürlich, dass man die Skills auch deaktivieren kann und dass man die Rainbow Six Kameraden anpassen kann. Und wie du vielleicht eben schon rausgehört hast, finde ich es auch sehr geil, dass die KI-Kameraden endlich ihr Nachtsichtgerät runterklappen, wenn ich das auch tue. Nicht so geil hingegen finde ich, dass die Kameraden die Skills automatisch einsetzen und man da als Spieler überhaupt keinen Einfluss drauf hat. Das gleiche hatten wir ja auch schon bei den Rainbow Six Kameraden und das macht zum Beispiel bei Finkas Heilungsboost-Gedöns auch wirklich Sinn, weil wenn du im Kampf bist und gerade am Sterben bist, da hast du nicht noch die Nerven, Finka zu sagen, die soll dich jetzt gefälligst hochheilen. Aber diese neuen Fähigkeiten, das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, vertraue ich den Kameraden, dass sie es klug einsetzen. Ganz ehrlich nicht. Wenn ich jetzt nur mal dran denke, ein Amon-Verteidigungsgebiet mit zwei Amon-Drohnen und ich präpariere schon mal eine Amon mit C4 oder ziele schon mit dem Raketenwerfer drauf oder was auch immer und befehle dann den Kameraden, das Feuer zu eröffnen. Schießt Vasili dann von sich aus automatisch auf die Drohne, die ich nicht bereits präpariert habe oder auf die ich nicht gerade ziele? Oder ballert er einfach random auf eine von beiden drauf, vielleicht auf die, die näher ist oder so? Also ich würde wirklich lieber genau sagen können, du Vasili, hierhin Piercing Shot und gut ist. Und der macht das dann einfach dorthin, wo ich will oder auf den Gegner, auf den ich will. Ähnliches mit der Kampfdrohne von Fixit. Wenn ich Panther spiele und ich entdeckt werde, setze ich in der Regel sofort die Phantomtechnik ein und verschwinde wieder komplett aus dem Sichtfeld der Gegner. Angenommen, die KI-Kameraden stehen nahe bei mir und ich mache das, werden die ja auch von dieser Rauchwolke eingehüllt und verschwinden automatisch aus dem Sichtfeld der Gegner. Wenn Fixit aber dann schon direkt seine Kampfdrohne eingesetzt hat, die automatisch auf den nächstgelegenen Gegner ballert, dann sind die sofort wieder im Kampf. Jeder, der Breakpoint ein bisschen gespielt hat, weiß, dass die Kameraden und auch generell die Gegner oder generell sagen wir die KI, nennen wir es, verbesserungswürdig ist. Und ja, also ich traue den Kameraden nicht zu, diese Fähigkeiten klug einzusetzen. So wie ich das mit meiner Taktik, die ich mir zurechtgelegt habe, die ich den Kameraden ja leider nicht mitteilen kann, ja, vorausgeplant habe. Bei dem Scan von Fury, ja gut, finde ich jetzt relativ unnötig, wenn man wie ich ohne HUD spielt und dann eh keine Gegnermarkierungen sieht. Und wie wir wissen, waren auch schon in Wildlands die Angaben, wo sich Gegner befinden, nicht sehr, ja, intuitiv genau. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Ich würde vermuten, dass Fury einfach sagen wird, ich sehe drei Gegner oder so irgendwas in der Art. Oder sagen wird, da ist ein Gegner, hier ist ein Gegner, dort ist ein Gegner. Aber nicht wirklich genau sagen wird, wo die sind, sodass es mir, wenn ich ohne HUD spiele, überhaupt keinen Vorteil bringt. Zum anderen finde ich es sehr, sehr fragwürdig, dass diese zweite Primärwaffe, die man jetzt endlich verstecken kann, was ich auch prinzipiell gut finde, dass die dann einfach ja, erscheint, wenn man Simultanschuss ausführt. Ich meine, noch viel mehr immersionsbrechend kann es nicht werden, oder? Dass eine Waffe einfach so plopp und zack ist sie da. Aber na gut, warten wir mal ab, inwiefern das im laufenden Spielgeschehen überhaupt auffällt. Also ich persönlich habe eigentlich meine Kameraden, wenn ich einen Simultanschuss mache, fast nie im Blick. Zum einen schieße ich oft selbst noch mit und habe allein schon deshalb kein Auge für die Kameraden. Und wenn ich nicht selbst mitschieße, beobachte ich irgendwas oder beobachte, wie sie die Gegner töten, aber schaue halt nicht auf das Character Model, sondern dahin, wo sie schießen sollen. Also abwarten, inwiefern sich dieser in Anführungszeichen Unrealismus dann tatsächlich negativ auswirkt. Also ich vermute ja, dass es
dass sich diese negative Auswirkung wirklich in Grenzen hält, weil, wie gesagt, ich persönlich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich auch nur einmal aus Versehen die Kameraden beim Simultanschuss beobachtet habe, ohne dass ich halt wirklich extra hingeguckt habe, weil ich ein Video aufnehmen wollte zum Beispiel. Was ist jetzt mein Fazit zu diesem Update? Ich bin ein bisschen geteilter Meinung. Zum einen ja natürlich das Negative, dass man die Skills nicht manuell einsetzen kann. Gut, ja, aber so alles in allem finde ich, ist das ein recht gelungenes Update. Wobei da noch abzuwarten ist, wie umfangreich diese KI-Kameraden-Missionen sein werden und wie umfangreich auch die Team-Kameraden-Herausforderungen sein werden. Denn so auf den ersten Blick, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich mehr erwartet. Da es ja dieses Jahr voraussichtlich nur diese beiden Updates geben wird, TU 4.0.0 und TU 4.1.0 oder 0.1? Weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht. Auf jeden Fall das eine Update jetzt hier Ende Frühling und das andere Update irgendwann im Sommer. Oder? War im Sommer, ne? Und ja, also ich hätte mir schon mehr erwartet, wenn diese Missionen und Herausforderungen jetzt umfangmäßig ziemlich klein sein sollten, dann ist, denke ich, ziemlich klar, dass Ubisoft keine großen finanziellen Mittel mehr in Breakpoint steckt. Was meiner Meinung nach aber total eigentlich gerechtfertigt ist, weil ich meine, Breakpoint ist jetzt mittlerweile wie alt? 2 Jahre? Und ja, ich meine, der Service-Game-Ansatz ist gescheitert, der Launch war katastrophal. Und von diesem katastrophalen Launch hat sich Breakpoint auch durch diese ganzen Updates zwar ein bisschen erholt, das ist aber nichts im Vergleich zu einem erfolgreichen Launch. Und wenn Ubisoft die finanziellen Mittel nicht in Breakpoint steckt, wer weiß, vielleicht stecken sie ja die großen finanziellen Mittel in das nächste Ghost Recon. Ich hoffe ja sehr, dass es noch eins geben wird. Ich meine, das Ghost Recon Franchise wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Und ja, da muss eigentlich im November zumindest noch eine Ankündigung kommen. Aber wer weiß, vielleicht bringt ja auch die E3 dieses Jahr in der Richtung was. Oder natürlich auch Ubisoft Forward, die ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am 12. Juni veranstaltet wird. Naja, harren wir der Dinge. Ich persönlich finde das Update so alles in allem ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf, weil ich spiele gerne mit den Kameraden und noch ein bisschen mehr mit den Kameraden herumspielen, ja, da bin ich auch gern dafür. Und ja, neue Anpassungsmöglichkeiten bzw. kosmetische Items, immer her damit, vor allem sehr geil, der Ghillie-Hut oder die Ghillie-Haube, sehr cool, freue ich mich tierisch drauf. Verpasst ihm bitte ein Like, wenn dir das Video gefallen hat, und abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.